Geschichten wie Reizdarm oder Verdauungsbeschwerden im Generellen sind leider bis heute immer noch ein großes Tabuthema. Das versuche ich ein bisschen zu durchbrechen und rede einfach mal ganz offen auch jetzt hier auf YouTube darüber. Ich muss ehrlich zugeben, zum Glück habe ich jetzt keine Reizdarmprobleme, aber ich habe schon mit vielen Kunden zusammengearbeitet, die eben genau darunter leiden. Und deshalb möchte ich dir in diesem Video ein paar Top-Tipps geben, die Ihnen auch geholfen haben, die wir auch im Coaching besprochen haben. Und ich hoffe, sie helfen dir auch weiter. Ich habe schon mal ein Video hochgeladen zum Thema Blähbauch. Diese Tipps, die ich dir in dem Video zum Thema Blähbauch gegeben habe, sind jetzt halt sehr ähnlich wie die Tipps, die du heute kriegst. Ich wiederhole es aber gerne doppelt und dreifach, weil manche Leute sehen ja nicht alle Videos logischerweise an von mir. Und ja, je öfter man es auch hört, desto besser verinnerlicht man es auch. Also gehen wir es nochmal durch. Die Strategien, die du auch für den Reizdarm nochmal im Speziellen anwenden kannst, die gehen natürlich Hand in Hand mit Blähbauch, weil oft sind ja diese Beschwerden irgendwie alle, treten sie alle gleichzeitig auf. Also fangen wir jetzt gleich mal an. Nummer eins, das kann ich echt nicht oft genug sagen, ist, man muss sich gar nicht so oft darauf aufhängen, was man jetzt alles essen soll und was man nicht essen soll, sondern oft geht es wirklich darum, wie habe ich ein Nahrungsmittel zubereitet. Denn oft, das wissen wir ja selber, wenn wir jetzt halt irgendwie Haferflocken einfach trocken essen oder irgendwie gar nicht so schön aufgeweicht und mit einem schönen Haferbrei, sondern einfach ja, diese Körner ein bisschen unter den Joghurt mixen, auch lange drauf rumkauen, fühlt sich oft im Magen vielleicht danach gar nicht so angenehm an, wie wenn wir uns einen schönen Haferbrei oder einen Porridge gemacht haben. Grund ist, dass es einfach Nahrungsmittelgruppen gibt, dazu zählt eben Getreide, Hülsenfrüchte oder auch Nüsse, Samen, die sind für unseren Körper schwer verdaulich. Die haben komplexe Proteine, die haben viele Mehrfachzuckerstrukturen und die Nährstoffe selber in diesem Nahrungsmittel sind an andere Stoffe wiederum gebunden, zum Beispiel Phytinsäure, die quasi die Absorption, die direkte Absorption in unserem Körper hemmen. Und unser Körper hat richtig schwer damit zu kämpfen, erstmal diese Strukturen zu zerschneiden, um dann die ganzen Nährstoffe rauszuholen. Darum haben unsere ganzen Vorfahren schon vor Jahrhunderten diese Praktiken entwickelt, wie Einweichen von diesen Nahrungsmitteln, fermentieren oder eben keimen. Darum gibt es eben dieses Keimlingsbrot, vielleicht hat es der ein oder andere schon mal gehört, oder beim Fermentieren, wie gesagt, dieses Sauerteig, ja, da wird auch dieses Korn erstmal durch den Fermentationsprozess geführt, dass wir dann einen schönen Roggensauerteig haben, oder beim Einweichen steht oft hinten drauf auf der Linsenpackung 20 Minuten oder sowas einweichen. Leider haben sich diese Zeiten noch in der modernen, schnellen Welt verändert und sind immer kürzer geworden, die Empfehlungen, obwohl man es eigentlich immer noch sich dafür eine andere Zeitspanne einteilen sollte. Und damit es für dich übersichtlich ist, wie du einweichst, was du alles einweichst, wie du es danach richtig zubereitest und maximal verdaulich machst, dass dein Körper nicht damit zu kämpfen hat, dazu habe ich, wie gesagt, einen umfangreichen PDF-Guide nochmal zusammengestellt, der dir das wirklich eins zu eins dabei immer helfen soll. Den findest du unten in der Infobox, kannst du da einfach downloaden, bevor ich dich jetzt hier eine Stunde voll quatsche. Und ich hoffe, er hilft dir eben auch weiter. Einfach so eine kleine Richtlinie, ein roter Faden, dass du da ein bisschen mehr erfährst, was es alles für positive Effekte für dich mitbringen kann. Und dann das Zweite ist wirklich, versuch, wenn du einen Reizdarm hast, absolut darauf zu achten, dass du in einer stressfreien Umgebung isst. Ja? Also versuche wirklich, die Nahrungsmittel gründlich zu kauen, dir Zeit zu nehmen für dein Essen und nicht am PC zu sein, parallel am Laptop, am Handy, irgendwelche Nachrichten zu beantworten, noch Podcasts zu hören, irgendwie mit Leuten zu telefonieren, gerne mit Leuten zusammensetzen, entspannt was essen, aber versuche wirklich nicht in einer Stresssituation deine Nahrungsmittel zu dir zu nehmen. Denn wenn du Stress hast, dann ist dein Nervensystem auf Sympathikus-Modus, also auf Rennen, Aktivität eingestellt und nicht auf Entspannen und Verdauen. Und zum Verdauen, für die Verdauungssäfte, brauchen wir eben vom Nervensystem her eher eine ruhige Ausgangslage. Dann, was auch eben ganz, ganz wichtig ist, gekoppelt mit diesem Stresskonzept, wie gesagt, nimm doch Zeit für dein Essen. Ist es langsam, ist es gründlich, idealerweise so 20 Minuten, dann setzt auch dein natürliches Sättigungsgefühl ein und dieses langsame Essen. Dadurch weißt du auch, hey, ich habe genug Zeit, ich habe keinen Stress. Dadurch kommst du auch nochmal in diesen parasympathischen Nervensystemzustand viel besser rein. Und natürlich dann auch nochmal eine weitere Methode, die ich auch in dem Blähbauch-Video erwähnt habe. Unser ganzer Körper folgt einem besonderen Biorhythmus. Das heißt, Hormonausschüttung oder auch Aktivität unserer Organe folgt einer inneren Uhr. Und das haben schon die alten Chinesen also erforscht und beobachtet. Und auch in der Ayurveda, in der ayurvedischen Heilkunst wurde das eben auch beobachtet, dass dieser
Zyklus in unserem Körper enorm die Aktivität von Verdauungssäften, von unserem ganzen Zustand enorm beeinflusst. Wenn du eben weißt, wie deine inneren Uhren ticken, kannst du natürlich auch sowas wie Training, Ernährung und Schlaf gezielt darauf ausrichten, dass du deinem Körper genau zu der Zeit auch das gibst, was er auch da genau braucht. Und mit dem Essen ist es eben genauso. Es gibt einfach Uhrzeiten, da kannst du auch eine gute, gescheite, deftige Mahlzeit viel besser vertragen. Zum Beispiel eben mittags rum, wenn die Sonne auch am höchsten steht. Unsere Verdauungsaktivität ist da auch am höchsten. Da kannst du viel besser, keine Ahnung, sogar Karsspatzen wegstecken, als wenn du das jetzt isst, 12 Stunden später um Mitternacht. Also das gibt uns sogar, das ist eigentlich sehr logisch und auch intuitiv. Wenn dich das mehr interessiert, dieser natürliche Rhythmus von deinem Körper, deine innere Uhr, auch dazu habe ich einen wirklich einen umfangreichen so PDF-Guide erstellt zum Thema Ayurveda und TCM. Die ähneln sich natürlich von der Anschauung, aber bei beiden erfährst du dann einfach, wie da in der Naturheilkunde die Sicht darauf ist, wie dein Körper funktioniert und wann da was wie zusammenspielt, damit du da deinen Körper danach ausrichten kannst. Und ich kann es auch wirklich nur wärmstens empfehlen. Man fühlt sich viel vitaler im Alltag. Und abschließend achte wirklich, wirklich darauf, auch welche Nahrungsmittel du kombinierst. Denn dieser Reizdarm, dieses Gefühl, dass man nach dem Essen sich wirklich nicht gut fühlt, oft kommt es auch daher, dass man Nahrungsmittel kombiniert hat, die überhaupt nicht zusammenpassen. Der einfachste Tipp, wie gesagt, solche Sachen wie Obstsalat als Nachtisch nach irgendeiner schweren Mahlzeit ist immer eine schlechte Idee. Obstsalat will einfach leicht und schnell durchflutschen. Nach 20 Minuten ist das verdaut. Im Regelfall, wenn du eben auf leeren Magen gegessen hast. Und sowas wie ein Fleisch, ein Steak, irgendwelche Karsspatzen oder Spaghetti liegen sehr, sehr lange im Magen und brauchen dementsprechend lange, um verdaut zu werden. Die würden dein ganzes System wirklich in einen Stau bringen, wenn du danach noch dir einen Obstsalat reinziehst. Also achte auch wirklich darauf, wie du Nahrungsmittel kombinierst. Das sind alles Faktoren, die dir dann im Endeffekt dabei helfen, deinen Magen nicht unnötig und deinen ganzen Darm auch dann nicht unnötig zu belasten und ein bisschen den Stress rauszunehmen aus der Verdauung. Es gibt sogar in Amerika diesen Trend, habe ich jetzt seit neulich auch irgendwie gelesen, das finde ich halt ein bisschen schwer umsetzbar, aber dieses Monofood, das heißt, Leute, die wirklich extrem unter Reizdarm leiden und sich da wirklich rantasten müssen, wieder Sachen zu verdauen, die essen tatsächlich nur eine einzige Sache. Also zum Beispiel jetzt hat Kartoffelpüree, vielleicht maximal mit ein bisschen Öl und Salz und das war's. Also tun sogar nicht mal kombinieren mit ein bisschen Gemüse, was normalerweise ja eine sehr magenfreundliche Kombi wäre. Also die machen immer dieses Monofood. Wenn sie Obst essen, eben nur das Obst. Wenn sie Fleisch essen, nur das Stück Fleisch, damit man eben den Verdauungstrakt nicht überstrapaziert. Also wenn du extrem, extrem unter Reizdarm leidest, wäre das auch wirklich eine Methode für dich, da mal wieder dich reinzutasten. Fang ganz klein an, versuch so wenig wie möglich zu kombinieren und dann kannst du, je besser es wird, natürlich wieder die Mahlzeiten ein bisschen vielfältiger gestalten. Aber das ist Monofood, Dieting-Konzept, irgendwie so heißt es. Ich habe es jetzt nicht richtig schön übersetzt. Genau, ich hoffe, diese paar Tipps konnten dir helfen. Wie gesagt, schau dir wirklich meine weiterführenden Informationen nochmal in der Infobox an, falls dich das Thema interessiert. Und falls du unter Reizdarm leidest und dir irgendwas schon mal besonders geholfen hat, lass es gerne die Mitleidenden, die dieses Video angeschaut haben, in den Kommentaren unten wissen. Und ich freue mich, von euch zu hören. Ansonsten bis nächste Woche. Für die.